Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 1998 Box von Cashmo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 1998 von Cashmo, das Ganze am 20. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, die Box gab es exklusiv über Distributions, war, soweit ich es mitbekommen habe, dann auch vor Release sogar ausverkauft. Wenn man dort bestellt bei Distributions, dann bekommt man ja auch immer noch diverse Zusatzinhalte. In diesem Fall drei Sticker und hier ein Flyer zu Herzogs anstehendem Album Herzi. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll natürlich um die Box gehen. 1998. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier aufschneiden. Es gab diese Box auch in diversen Größen, deshalb haben wir hier einen Sticker mit M. Dazu kommen wir gleich noch. So, also der Sticker, der ist jetzt mit der Folie ab. Und so sieht dann die Box an sich aus. Wir haben hier einen ziemlich düsteren Bau, also hier alles in Schwarz und Grau. Sieht ziemlich trostlos aus hier, dieser Block. In der Mitte lesen wir die weiße Schrift Cashmo 1998. Ansonsten hier wirklich rund um die Box in dieser grauen Betonoptik. Und auf der Rückseite zieht sich das Ganze weiter. So, dann haben wir hier die Beteiligten, die Labels, die Logos und ein Barcode. Das Ganze wurde hier gestaltet von Adobe Kit. Rap aus Prinzip, das ist das Label von Cashmo. So, dann schauen wir mal rein. So, und hier ist der Boxinhalt. Als erstes haben wir hier ein Shirt. Darauf ist auch das M bezogen, also man konnte dieses Shirt in verschiedenen Größen wählen. Dann haben wir Alben, jawohl, Alben, nämlich nicht nur eines. Das hier ist 1998. Dann haben wir mit dabei 1994 und noch ein drittes, Hoes & Bros. Ja, also man bekommt hier nicht nur das reguläre Album, sondern auch noch zwei Bonusalben. Wer Cashmo schon länger am Schirm hat, so wie ich, es gab ja schon diverse Sachen hier. Die beiden habe ich unter anderem auch schon. Jetzt habe ich sie doppelt, aber kann natürlich nicht schaden. Weiter mit dabei ein Feuerzeug, ein Bandana, eine Autogrammkarte und ein Poster. Jawohl, das ist einiges. So, die Box von innen weiß, packen wir mal zur Seite. Und dann schauen wir mal, dass wir die diversen Sachen hier aus ihrer Folie holen. So, einmal das Shirt. Dann natürlich das Album an sich. Bandana auch noch. So. Und dann nehmen wir einfach die zwei, die ich eh schon aus der Folie draußen habe. Dazu. So, wo haben wir es? Hier. Also ihr seht, jede Menge Verpackung, aber gleich haben wir es geschafft. Nur noch das Album. Und dann kann es auch schon losgehen. So, wo ist die Schweißnaht? Hier. So. Also, das ist es, 1998. Wie wir sehen, haben wir hier den Interpreten jetzt hier zu sehen in diesem grauen Block. Also, das Cover hier ebenso düster wie auch schon die Box. Hier unten haben wir noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 11 Stück an der Zahl. Es sind keine Features, also es ist wirklich ein komplettes Soloalbum. Alle 11 Tracks nur Cashmo zu hören. Das sieht aus wie drei Jugendliche, drei Kinder, die hier zensiert wurden und Gangzeichen mit ihren Händen machen. Barcode, Beteiligte und dann schauen wir mal rein. So, als erstes geht es natürlich wie immer ins Booklet. So, hier ist einmal die Tracklist mit den Infos, wer das Ganze produziert hat. Also drei Tracks von Hoodfellas und alle anderen Tracks produziert von Cashmo. Das war irgendwie abzusehen, dass der Brudi den Großteil selber macht. So, dann gibt es hier diverse Fotos
unter anderem hier mit Waffe, gerade hier mit der Polizei, dann hier mit Hunden, dann die Credits zum Album und auf der Rückseite wieder der graue Block. Gut, ebenso grau geht es weiter mit der CD. Das ist die hier, so sieht das aus. Und auch hier, also alles hier grau in grau. Das wird hier wirklich komplett durchgezogen. Etwas farbenfroher wird es mit dem nächsten Album, und zwar diesem hier, Hoes and Bros. Dieses Album ist im Oktober 2017 erschienen, ebenso über Rapper aus Prinzip. Wir haben hier auf diesem Album 12 Tracks, Features von Shahin, 9mm, Twin, nochmals 9mm. Schauen wir mal rein. So, hier ist alles so orange, gelb und violett gehalten. Also doch deutlich farbenfroher. Jawohl. So, dann hier noch die Infos, die Credits. Meine Schuhe gingen drauf auf dieser Strecke, doch manche Kinder wären froh, wenn sie sie hätten. Ja, wahre Worte. So, dann kommen wir zur CD, die natürlich auch in Orange und Violett. Sieht so ein bisschen aus nach Lakers, meiner Meinung nach. So, das Artwork. Und das dritte Album, das hier mit dabei ist, 1994. Hier haben wir so ein Knastfenster mit einem Schuh, der hier gerade scheinbar ja, Ware beschaffen soll oder irgendwelche Sachen von Zelle zu Zelle austauschen soll. 1994, Cashmo, auch hier wieder ein Jewelcase. Das freut mich besonders, dass man die Bonusalben trotzdem hier in hochwertige Jewelcases reingepackt hat und nicht einfach nur in Papphüllen. Alle drei Alben hier in einem Jewelcase. So, 16 Tracks. Das Album auch aus dem Jahr 2017, in diesem Fall im März, erschienen. 2017 sehr produktiv gewesen. So, Booklet, was haben wir hier? Auch wieder Fotos. Ja, in diesem Fall auch wieder recht düster und ein bisschen an diese Zeit im Gefängnis hier angelehnt. Genau so sieht das aus. So, Credits nochmal. Eine Danksagung. Jawohl. Also, alle drei Alben, die wir hier dabei haben, über sein eigenes Label, über Rapper aus Prinzip, erschienen. Manche brechen aus. Okay. Gut, als nächstes haben wir ein Bandana in Schwarz und Weiß. Und wie zu erwarten, natürlich auch hier wieder Rapper aus Prinzip zu sehen. Also, das Label wird hier wirklich straight durchgezogen und überall repräsentiert, auch auf diesem Bandana hier. Ist auch richtig aufgedruckt, ist bei vielen Bandanas ja nicht der Fall, aber hier hat man es richtig gemacht. Wenn man das dann hier so zusammenfaltet, dann hat man hier entsprechend richtig den Schriftzug platziert und rundherum gibt es dann hier noch so Zierrahmen und Ornamente. Ja, Material oder Herstellung kann ich jetzt hier nicht finden, nicht weiter schlimm. So, dann falten wir das hier wieder zusammen und kommen zum nächsten Inhalt, und zwar ein Feuerzeug. Das kommt hier in Rot und Weiß. Ja, also so ein reguläres Feuerzeug, man kennt sie hier, Elektrofeuerzeug, also nicht mit dem Stein zum Drehen, sondern hier einfach zu drücken. Funktioniert wunderbar. Wer Cashmo kennt, der weiß ja auch, dass er ein sehr starker Raucher ist und fast immer irgendwie mit einer Kippe in der Hand zu sehen ist. Dementsprechend auf jeden Fall ein stimmiger Inhalt. Als nächstes eine Autogrammkarte. Hier in Schwarz-Weiß ein Foto im Hochformat. Schwarzer Cashmo-Schriftzug. Das ist auf jeden Fall original unterschrieben worden. Auf der Rückseite die Social Media und Webauftritte. Und dann haben wir noch ein Poster. Was haben wir hier? Natürlich auch hier wieder in Schwarz und Weiß vor dem düsteren Block. Cashmo hier, rechts unten noch der Schriftzug. So sieht das aus. Also Poster einseitig bedruckt im Querformat. So, und das letzte Stück dieser Box, der letzte Boxinhalt, ist ein Shirt.
Wie gesagt, gab es ja in diversen Größen. Ich habe mich in diesem Fall wieder für M entschieden. Schwarzes Shirt mit rotem Rapper aus Prinzip Schriftzug, Rapper aus Prinzip Musik in diesem Fall. So sieht das aus. Auf der Rückseite ist nichts weiter, also kein Backprint oder Neckprint. Und wir haben es, wie gesagt, zu tun mit einem Shirt in der Größe M. Und das Ganze ist, wo haben wir es denn? Okay, hier haben wir leider keinen Zettel drin. Also ich kann euch keine Auskunft darüber geben, über Material oder Herstellung. Aber ich gehe mal davon aus, dass es 100% Baumwolle ist. Jawohl, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz getragen an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem roten Schriftzug hier auf der Brust. Rapper aus Prinzip Musik. Das Ganze dann in Kombination mit dem zugehörigen Bandana. So kann man dann auf jeden Fall Rapper aus Prinzip maximal repräsentieren. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir mit dabei das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Die Autogrammkarte im Hochformat, unterschrieben von Cashmo. Dann das Feuerzeug hier mit dem Schriftzug in Rot und Weiß. Das Bandana in Schwarz und Weiß. Das Bonusalbum 1994 im Jewel Case. Das zweite Bonusalbum House & Bros ebenfalls im Jewel Case. Und natürlich das eigentliche, das Hauptalbum 1998 ebenfalls im Jewel Case. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box 1998 von Cashmo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Cashmo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.